Hallo Leute, willkommen zurück zu Warptorio, wo wir letztes Mal hier unsere Produktion für Raketentreibstoff etwas ausgebaut haben. Und was ich seither noch gemacht habe, ist hier dazwischen die Umwandlung von Schweröl in Leichtöl etwas angepasst. So dass wir hier unten uns nicht darum kümmern müssen, produzieren wir Festtreibstoff, Festbrennstoff, wie heißt das? Festbrennstoff aus Schweröl, aus Leichtöl oder vielleicht gar aus Flüssiggas. Ich denke, Flüssiggas ist nicht wirklich eine Option, weil das brauchen wir hier oben. Und wenn das vollgelaufen ist, dann wird auch hier nichts mehr umgesetzt. Aber so wie es aussieht, funktioniert das schon mal ganz zügig. Und das sollte auch bewirken, dass wir hier rascher mit der Rakete vorwärts kommen. Die Frage ist, woran hapert es denn hier an der Forschung? Sieht nach violetten, violetten Fläschchen aus, die sind hier drüben. Zu wenig rote. Zu wenig Kupfer. Machen wir doch hier einfach mal eine schnellere Maschine hin, ein bisschen Tempo drauf. Dann sollte das vonstatten gehen. Und dann sehen wir, dass hier das Band zu langsam ist. Gut, das lässt sich ja beheben und dann kommen da auch mehr rote Schaltkreise raus. Und das sollte uns helfen, hier etwas konstanter zu produzieren. Sonst sieht es eigentlich ganz gut aus. Hier haben wir etwas auf die Seite gelegt. Bei den gelben ebenfalls. Es sind nur die violetten, die etwas zögerlich funktionieren. Hier Stahl. Ich glaube, das liegt unter anderem auch daran, dass wir auf dem letzten Planeten unsere Vorräte aufgebraucht haben und die erst wieder aufgefüllt werden müssen. Und Stahl, das ist ja immer so ein Ding, bis wir da durchkommen. Wie sieht es denn in den anderen Geschossen so aus? Hier haben wir letztes Mal etwas vergrößert. Denke nicht, dass wir hier den zusätzlichen Platz brauchen. Hier unten haben wir noch genügend Brennstäbe anliegen. Brauchen ja schon mal mit nach hoch nehmen, die da hier rein tun, so dass sie recycelt werden. Und dann hier sehen wir, ja, die Plattform hat sich vergrößert, aber ich denke, es macht erst Sinn, wenn wir da dann entsprechend auch ausbauen.
wenn wir die Plattform ab und wieder aufgebaut haben. Hier drüben, nein, hier oben haben wir Öl. Da oben haben wir Kupfer. Und unsere Spinne ist fertig geworden. Dann forschen wir doch diesen hier. Und schauen, was wir dadurch bekommen. Hier drüben haben wir ein Eisenfeld, welches Eisenerz hier ran liefert. Das sieht alles soweit ganz in Ordnung aus. Hier haben wir sogar noch ein paar Wissenschaftspakete, die wir nicht nach unten gebracht haben. Und wie wir hier sehen, haben wir fast 4000 von den Weltraumwissenschaftspakete. Das heißt, wir könnten dann eigentlich auch wieder in der Richtung forschen. Nehmen hier mal noch was mit und da brauchen wir ein Stack je. Aber wenn wir was bauen wollen, dann müssen wir vielleicht auch dafür sorgen, dass das zügig vonstatten geht. Wie sieht es denn hier aus? Ja, da habe ich überall Geschwindigkeitsmodule drin. Und da ist... Ja, es hapert immer noch am Raketentreibstoff. Aber das sollte sich ja nicht allzu lang in die Länge ziehen. Wahrscheinlich ist der Knackpunkt dann hier eher, dass wir zu wenig vom Leichtöl haben. Zumindest hier pro Öl liegt genügend an. Vielleicht können wir hier so ein Modul mal probieren. Ja, da haben wir zu nah rangebaut. Wenn wir sehen, dass wir hier voll sind, können wir ja hier einige umstellen, weil wir haben hier vier, die direkt Flüssiggas produzieren und nur zwei, die Flüssiggas, Leichtöl und Schweröl produzieren. Wenn wir das Verhältnis ändern, hat das natürlich eine Auswirkung auf den ganzen Rest. Aber ich denke, wir warten hier einfach mal ab. Wie sieht es verschmutzungsmäßig aus? Ja, nicht so schlimm. Können hier mit dem Stabilisator die Verschmutzung etwas zurückfahren. Und das ist ja wirklich ein ziemlich grüner Planet. Das gefällt mir. Aber soweit nichts Außerordentliches. Wir könnten vielleicht hier oben ein Radar platzieren und dann da drüben beim Eisenfeld auch, damit wir im Ernstfall auch sehen, was denn da so abgeht. Von überall her. Und ich denke, sobald was Interessantes vonstatten geht, dann
bin ich wieder hier. Die Forschung ist gleich fertig und in der Zwischenzeit haben wir eine Rakete gestartet. Das gibt uns etwas mehr Forschungsmittel von den Weißen hier, so dass ich denke, wir können da dann durchaus auch mal was in der Richtung forschen. Fangen wir mal hiermit an. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das bewirkt. Und dann schauen wir, was wir hier haben. Ah, ja. Jetzt haben wir hier einen Radarbutton, einen Radarknopf. Damit können wir schnell die Umgebung aufdecken. Wir haben hier neben dem Warp-Knopf auch noch ein Auswahlfeld, wo wir sagen können, ja, auf was für ein Planet wollen wir denn gerne kommen. Nicht, dass das dann auch immer zuverlässig funktioniert. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist so um die 40% rum. Aber das sollte zumindest helfen, dass, wenn wir weiterziehen, dass wir mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auf einem Planeten landen, wo wir hinwollen. Oder zumindest, dass wir weniger Planeten dazwischen brauchen, bis wir dann wieder auf einem Planeten landen, der so schön ist wie dieser hier. Nun, wir werden weiter forschen und sehen, was denn dieser Gigaflor in unserem Boiler-Keller bewirkt. Ich könnte mir vorstellen, da bekommen wir was sehr Ähnliches wie was wir hier schon haben, aber hier haben wir unten mal die Forschung reingestellt, da ein bisschen Produktion, aber mehr brauchen wir eigentlich gar nicht, denn wir kommen auch so durch. Die Forschung ist immer noch etwas schleppend, das liegt nach wie vor an den Violetten. Auch wenn ich hier etwas dafür gesorgt habe, dass wir hoffentlich etwas mehr rote Schaltkreise rausbekommen. Die stauen sich inzwischen. Das heißt, vielleicht könnte es einfach auch noch daran liegen, dass wir hier noch die blauen Fabriken haben, statt den den grünen. Und meine, wenn wir hier mal schauen über die letzte Stunde und dann die Fläschchen, die violetten, dann sehen wir doch hier, das geht schon in die richtige Richtung. Auch hier sehen wir, da sind wir eher am oberen Limit als am unteren. Ja, und so wie es aussieht, geht das weiter nach oben. Jetzt flacht es etwas ab. Ja, aber vorher, okay, wenn wir auf diesem Niveau in etwa bleiben, hatten wir vorhin nur wenige Peaks, wo wir so viel produziert haben. Und dann sollten wir doch ziemlich zügig die Forschung durchbringen. Was ich da auf dieser Seite sehe, hätte gerne etwas mehr Kohle. Hilft das zumindest für kurze Zeit?
Dann hier unten haben wir Stein und Kohle. Vielleicht müssen wir da dann einfach mal unseren Außenposten nehmen. Hier das über eine Leitung anschließen und dann den Außenposten dazu verwenden, um Kohle und Stein ranzuschaffen. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Update. Wenn diese Forschung nun fertig wird, dann gehen wir in den Keller schauen, was denn diese Forschung wirklich so bewirkt hat. Und ja, jetzt haben wir auch hier auf dieser Seite eine große Fläche, die wir für irgendwas nutzen können. Hier unten sind wir fleißig am Strom produzieren. Wir nutzen nicht die ganze Kapazität aus, aber inzwischen, wenn wir mal irgendwas machen, dann entlädt das unseren Akku und dann dauert es wieder ein Weilchen, bis der geladen ist, denn wir haben nicht so viel Überkapazität. Aber wie bereits erwähnt, es geht dem Ende zu. Wenn wir forschungsmäßig hier das mal anschauen, da ist nicht mehr so viel offen, was zu forschen ist. Und ich habe jetzt auch hier oben habe ich das Öl über eine Leitung angeschlossen, so dass wir hier unten Kohle und Stein reinbringen können. Und das mache ich auf eine Weise, wo ich eigentlich das, was ich hier noch habe, bevorzugt behandle. Und wenn das nicht ausreicht, dann nehme ich noch das von unserem Außenposten dazu. Nun aber, ich denke, ich werde hier noch die drei Plattformen im Boiler Keller fertig forschen und dann diese Folge beenden, und wahrscheinlich nächstes Mal werden wir darauf fokussieren, die Forschung fertig zu machen, vielleicht auch hier etwas unendlich Forschung, denn was wir dann noch machen können, ist quasi das Endziel ist diese Forschung hier, wo wir einen Planeten besiedeln können, auf dem es uns gefällt, und zu dem Planeten wir dann auch wieder zurückkehren können. Das heißt, wir können quasi eine Homebase aufbauen, wo es dann auch Sinn macht, außerhalb von unserer Plattform etwas zu errichten. Und dann können wir auf andere Planeten springen, von dort Ressourcen holen und wieder zurückkehren. Ich denke, da haben wir vielleicht noch ein, zwei Folgen vor uns, bevor wir dann das Ende von dieser zweiten Factorio-Serie sehen. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss!